Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hello Neighbor. Und das war mitten in den Satz reingeredet. Und los geht's. Ja, los geht's. Und zwar brauchen wir den blauen Schlüssel. Es war sehr gut gleichzeitig gesprochen, ne? Ja. Haben wir den gelben schon? Ich glaube auch nicht, ne? Weiß ich gar nicht. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Also uns fehlen nur noch zwei Türen, glaube ich. Ja, schauen wir einfach mal, wo wir sind. Wir brauchen den blauen. Und ich habe, meine Hand sieht schön aus, ja. Ja, super. Ja, es ist halt immer so die Sache, wenn man eine längere Zeit nicht gespielt hat, dann muss man sich einfach wieder sammeln und schauen, wo bin ich eigentlich, was muss ich tun, warum habe ich eigentlich beim letzten Mal aufgehört. Und zwar ist der blaue Schlüssel, der uns gefehlt hat. Hier haben wir den weißen und den grünen. Der mangelt uns, der blaue Schlüssel. Ja, auf jeden Fall. Und wir werden den hier suchen. Ja. Und dann geht es eigentlich dann schon fast wieder in den Keller. Und der Keller ist dann Akt 4 und dann ist das Spiel auch schon wieder rum. Nee, Akt 4 ist nicht der Keller, sondern das, was nach dem Keller kommt, ist Akt 4. Okay. Wo ist der Blauschlüssel? Da ist er da. Uiuiui. Du kannst dich tarnen, ne? Und ich kann auch rennen, aber das hätte jetzt mir nichts gebracht. Direkt, Nachbar, du hast mich erschrocken. Tarnen hätte nichts gebracht? Nee, weil er gleich, der hat uns sofort geschnappt dann. Ja, schmeißt das Ding. So ein gewalttätiges Spiel, hä? Ich hab über ihn geworfen, okay, ich will nicht gut ins Ziel. War ich noch nie und werde ich auch nie. Ja. Ach komm! Oh. Was ist gleich geht? Ich mache jetzt eine Roomtour. Also das ist unser Wohnzimmer. Und das war's eigentlich auch eigentlich, ja. Ja, schon schön, dass die ganzen Schränke mal leer sind, ne? Irgendwie. Ja. Und wo ist denn nochmal dieser Magnet? Wo haben wir den dann nochmal hingelegt? Den Magnet? Ja, wo haben wir den hingelegt? Den haben wir noch drüben im Haus liegen. Echt? Mhm. Ah. Haben wir weggeschmissen, weil wir nicht gebraucht haben. Ich glaube schon, dass wir den nochmal brauchen, aber ich weiß es nicht. Gut, also, rein geht's in die Hütte. Ach, der ist immer noch da. Ja, nochmal rechts rum. Man kann es nicht irgendwie beschmeißen oder so. Lauf einen anderen Weg. Kann man einen anderen Weg laufen? Oh, ja, er hat uns gesehen. Ja, gut, dass er uns gesehen hat. Gut, das meine ich. Aber du kannst ihn ja auch schubsen. Jetzt kommt schon mal anderen. Nee, so sieht er uns nicht. Ja, wir brauchen... Warte mal, da steht er noch. Ja, ich weiß. Steht er in den Pfosten? Ja. Echt? Ich denke schon. Nee, ich hab zurückgerannt. Nee, glaube ich nicht. Okay. Nee. Was? Zurück? Das ist komisch. Der macht Sport, glaube ich. Anscheinend. Ist aber ein ganz schön schwerer Einstieg wieder. Ist es? Ist es umgestellt? Ja. Oder Nachbar. Finde ich auch seltsam mit diesem Freundschaftsmodus. Nicht cool, yo. Na dann. Oh, Videoband. Brauchen wir aber nicht. Nee, brauchen wir nicht. Kannst du dich jetzt angucken? Das wollte ich gerade ausprobieren. Nö, geht nicht. Oh, was steht da drauf? Top Date Jupiden. Ja. Naja, wie auch immer. Also, nochmal rüber. Oh, gut, scharfe Soße. Was da? Nochmal? Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Noch da, oder? Nein. Nachbar, are you here? Komm, renn hinter und guck. Ja. Wo musst du hin? Ich muss durch die Tür hier. Okay. Ah ja, wir müssen da hoch, ne? Ja, doch so. Ich wäre hier halt nicht erkannt. Ups, hab vergessen. Nach unten oder nach oben schauen, das stimmt ja. Ja, nach oben schauen wäre schon richtig cool. Also, der... Da rein müssen wir? Nö, aber dann fängt er uns nicht so schnell. Ah, komm! Ne, ist mit dem Riesenhaus, wo uns überhaupt fängt. Unten fängt er uns auf jeden Fall. Ja, aber im Haus schon. Okay. Erinnert euch, hier war der grüne Schlüssel. Genau, der war da an diesem Elektromagnet. Und der blaue. Ach, hier haben wir den roten hingelegt. Okay, cool. Ich hätte mir
gefunden. Yeah. Comedy? Nee. Das ist geil. Klasse. Ja, ich kann Akt 1 nochmal durchspielen. Yay. Yeah. Spaß. Also auf. Nein. Das war knapp. Glaube ich. Was ist das zum Werfen? Da müssen wir nicht hin. Wo muss ich denn nochmal hin? Nachbar? Da kommt der Zug. Niemand auf Sch... Oh. Oh. Hä? Was? Ich werde gerade im Zug kommen. So. Und jetzt? Slash. Ja. Das ist das Ladezeichen. Die Diskette ist das Ladezeichen. Ja. Diskette. Ja, kennt die heutige Jugend gar nicht mehr. Ja. Ja. Ich kenne nur noch CDs, ne? Ja, macht nichts. Das ist auch keine Diskette, das ist dann so die Maus halt. Ist die Maus, glaube ich. Ich bin einfach im Zug. Kann natürlich auch eine Maus sein, aber für mich sieht es aus wie eine Diskette. Okay, anscheinend, wenn man vom Zug erfahren wird, ist man im Zug. Ja, es ergibt auch total viel Sinn. Nein, eigentlich nicht. Das war jetzt ironisch. Hey, hier wollte ich auch hin, cool. Danke, Zug. Hier ist der gelbe Schlüssel übrigens. Den brauchen wir? Den brauchen wir für die Tür. Mist, muss ich außenrum. Genau die Tür müssen wir öffnen, damit... Ach, komm. Ah, ich verstehe. Jetzt muss ich hier lang. Umwege. Und wie können wir die Tür öffnen? Ah, mit dem gelben Schloss. So, und jetzt gibt es keine Umwege mehr. Hier ist noch ein Regenschirm, den ich nicht mehr brauche. Nee, braucht er nicht mehr. So, jetzt brauchen wir nur noch die blauen Schlüssel, ne? Ja. Und dann haben wir's. Weißt du, wo der ist? Natürlich. Der ist gleich da hinten. Also, glaube ich zumindest. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste der hier irgendwo sein. Hier ist die Tür. Ah ja, dann müsste, wenn mich nicht alles täuscht, müsste da unten sein. Ungefähr. Oh, warte, ich bin unten. Nee, da habe ich keine Ahnung. Vielleicht hier? Sehr seltsam. Hier wollte ich eigentlich auch runterspringen. Na dann. Ach ja, hier hinten. Regenschirm. Komm mal bitte kurz. Wo war der gewesen? Ist alles total chaotisch in dem Haus, ne? Nachbar muss man aufräumen. Herr ist. Ja. Auch zu Hause einen roten Fallschirm mit gelben, mit weißen Punkten. Hm. Und hier, welche Farbe ist das? Ja, cool. Naja. Sieht ähnlich aus wie mein Teppich. Ähnlich. Ja, stimmt. Achso, wir müssen dann über. Mit Doppelsprung, ne? Eigentlich bräuchte ich, glaube ich, noch irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr. Wow, voll gerammt. Du hast es in irgendeiner Folge mal gesagt, dass es uns irgendwann passieren wird. Ja. Und jetzt? Ist es eingetroffen. War da eingesperrt? Nee, okay. Na, das wäre es ja jetzt noch. Anderen Weg dorthin? Ich habe mit dem Zug fahren. Aber da ich ja nicht weiß, was fahren bedeutet und ich auf Schienen rumrenne, gibt es keinen anderen Weg für mich. Natürlich. So. Cool, ha? Ich muss rein. Bin ich hier unten? Auch nicht schlecht, ne? Was gibt es denn hier? Gar nichts, der Raum schon gewesen. Ne? Eine Fernbedienung. So, jetzt brauchen wir den Mist auch nicht mehr. Oh, hier unten ist das Happy Birthday Zeugs. Oh, cool. Siehst du? Ich weiß immer noch nicht, wie man da rankommt. Ja, keine Ahnung. Na gut.
müssen wir uns halt umgucken, ne? Da müssen wir uns umgucken. Nachbar, bist du da? Ja, ist er. Kommt jetzt zu uns. Ja. Aber der kommt hier nicht hin. Nicht? Ohne den Zug nicht, ne. Er muss mit dem Zug fahren. Ja. Und das dauert eine Minute. Na dann. Was ist das hier? Ah, okay. Aber wenn ich hier drauf drücke, fährt der Zug nicht mehr. Ja. Cool. Der Pech. Ja. Ist er da gar nicht mehr hoch? Nö, da kann auch über die Eisen rennen. Dann braucht er 2 Minuten. Machen. So, wir wollen. Oh, warte, da kommt er genau da hoch. Oh! Ja, cool. Das war ja witzig. Du kriegst mich nie, Nachbar. Oh nein. Fallschaden. Aber da müssen wir auch hin. Hast du dieses Ding entlang gesehen? Ja. Irgendwie spawn ich überall außer zu Hause. Das ist ein bisschen komisch. Ja, ich finde es nicht komisch. Doch, ich spawn überall außer zu Hause irgendwie. Ich muss normalerweise immer hier so auftauchen, so. Ja, das wäre eigentlich logisch, ne? Nachbar, bist du schon da? Guck mal, das Quant da oben. Ja, ich glaube, sein Ofen ist an. Vergessen, seinen Ofen auszumachen. Mach deinen Ofen aus! Das ist Ölverschwendung, glaube ich, zumindest. Ja, so je nach Winter sieht es da nicht aus in dem... Ja, ich habe gerade die Tür durchs... Also komm mal weiter. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen, mein Charakter zumindest. Ja. Oh, ich habe Post. Nee. Hä? Sollte es. Gut, aber jetzt habe ich keine Post. Ja, so soll es eigentlich auch sein, ne? Ja. Das war jetzt ein bisschen komisch. Ich muss erstmal hier meine Regeln vom Nachbarn. Was steht da? Sharpneck. Okay. Keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Du brauchst deinen Autoschlüssel wieder. Nachbar, kannst du mal deinen Autoschlüssel geben? Ich muss lernen, mit Auto zu fahren mal wieder. Das ist, ja. Also, jetzt gehen wir wieder hoch, hä? Ja, ich muss unbedingt den Zug aktivieren. Wohl, nee, brauch ich nicht. Den brauch ich. Ja, einfach, oder? Nee, der fährt nicht. Der ist beim Bahnhof. Ja, wenn der Zug fährt, dann könntest du von... vom Zug aus und dorthin springen. Geht das? Ja, da war ich doch schon mal hier. Noch immer noch die rote Schallplatte. Und da muss man hin. Okay. In diesen, keine Ahnung. Wie soll ich es nennen? Raum. Okay, in diesen Raum. Wo ich meinen Regenschirm gelegt. Nimm mal den von drüben, von dir. Im Haus, da weißt du, wen es wo ist. Ja. Okay. Basketballkorb, cool. Ja, na ja, gut. Dann hol halt mal deinen Schirm drüben. Ja. Zack. Nachbar, ich hole nur kurz meinen Schirm und dann gehe ich wieder in dein Haus rein. Ja, und dann holen wir uns den blauen Schlüssel. Bereite ich vor. Gut, und das alles dann im nächsten Teil. Bis dann, wünsche ich euch was. Macht's gut. Und tschüss. Das war es auch schon wieder mit diesem Teil. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst ein Like da, kommentiert oder abonniert uns, wenn ihr noch weiteres sehen wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.